Hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für für Mittwoch, jetzt komme ich auch durcheinander hier. Wir haben Monatsauftakt, den 1. September, den 1. September und es ist ein Mittwoch. Und unser DAX hat zum Hoppala, was ist denn hier noch los, Mensch? Unser DAX hat hier ziemlich doof aus der Wäsche geschaut und zum Dienstag eine ordentliche Akrobatik geboten. Definitiv dürfte der ein oder andere so am Bildschirm gesessen haben, könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Wenn wir uns anschauen, was er gemacht hat, ist er zum einen dem nachgekommen, was wir gestern besprochen haben, dass er ja eigentlich schon eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, sich jetzt einfach oben rauszudrücken, sich zu bewegen, hochzuschieben, um dann die nächsten Ziele bei eben 15,49, 16,20 und so weiter zu erreichen. Auch 16,65, 16,120 hat man ja mit als erreichbar mit platziert. Das hat er sehr gut gemacht. Man hat das hoch zu, der hat sich auch schön hoch zu bewegt. Das sollte man, denke ich, nicht, also das war jetzt klar zu erkennen, er hat nicht irgendwie rumgestochert. Und dann hat er hier oben von der 16.000 Stundenkerze weggeflackt. Die hat schon so ein bisschen Warnsignale geworfen. Also wir hatten dann bei uns auch im Verteiler rumgeschrieben, dass das durchaus ein Short-Signal wird halt, ne? Wir hatten ja gestern darüber gesprochen, long eben mitzugehen, kurzfristig eben keinen Short zu suchen, solange bis er dann eben auch Signale bringt, damit man eben nicht die ganze Zeit dann für den Fall, er eskaliert dann eben doch hoch bis 16,230, dass man dort eben nicht die ganze Zeit verkehrt rum drinnen sitzt und die ganze Welle gegen sich kriegt. Ja, und dann hat er das ziemlich krass eigentlich verwandelt, als wir hatten plus die 15.900 dann im Ziel als Pullback Gap Close und da ist deutlich mehr noch geworden. Der hat sich noch richtig auf die bärische Route, die wir hier da drinnen hatten, für den Fall, der kippt direkt runter. Auf die hat er sich noch eingelassen, hat hier jetzt in dem Unterstützungsbereich knapp oberhalb von der 37 sich nach oben reagiert, eher fast sogar auf der 87 eigentlich. Ne, hat sich jetzt hier nach oben reagiert und könnte jetzt durchaus auch zum Mittwoch noch also das Fortsetzen halt, ne? Ich würde das ein bisschen anpassen wollen, einfach aus dem Grund, dass die recht ja, schroff runterkam einfach, ne? Wäre das jetzt, glaube ich, bin ich hier mit meinem Computer rum. Wäre das, glaube ich, ein bisschen zu einfach, wenn er da direkt so durchmacht, ne? Was ist denn hier nur los heute? Ist hier irgendwie, ich weiß nicht, ob ich was verkehrt gemacht habe, aber irgendwie hängt hier alles. Okay, lass uns mal nicht beirren, sonst drücke ich die Pause und zeichne dann erstmal fort. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass wir zum Mittwoch zum Beispiel uns noch unterhalb der 15.850 noch ein bisschen aufhalten, noch ein bisschen zur Seite tüdeln. Sollte der da drunter bleiben, bleibt es aber beim, also würde ich das fortsetzen, würde ich denken, dass er dann auch noch runterdrückt und hier auf die 16.80 geht, gegebenenfalls aber eigentlich sogar tiefer, weil er würde sich dann an dieser Bewegung orientieren, wenn meine Maus dann auch hinterherkommt, kann sie das versuchen zu greifen, dann sehen wir auch nochmal hoch. 16.000 hat man bis 16.500. Wo ist es tief? 15.760 war das Tief, das heißt, es sind so etwa Pi mal Daumen knapp 250 Punkte, die wir nach unten geschrubbt haben und die können dann natürlich jetzt von 8,50 auch, das heißt, er hätte sogar eher den Bereich um 600 bis hier eben diese 5. Mittlerweile 5,50, 5,60, diese rote Linie, das wäre durchaus ein potenzielles Ziel, wenn er zum Mittwoch unterhalb der 8,50 bleibt und sich jetzt hier wieder nach unten arbeitet. Ja, von daher wäre das eigentlich nicht richtig, den so hoch schon in die Drehung zu schicken. Ja, das heißt, wenn er uns jetzt weiter runterarbeitet zum Monatsauftakt, wo alle eigentlich ja auch damit rechnen, dass er hochkommt, also der hat ja auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit hochzukommen. Ja, einfach durch den Monatsauftakt, aber wenn dem eben nicht so ist, kann das schon gut Enttäuschung freisetzen. Und wie gesagt, dann wäre Ziel 15.600. Das wäre durchaus. Boah, oder ich erzähle ein bisschen lang. Das nervt. Was ist das Computer hier so hinterher? 15.600 wäre durchaus das Ziel. Einen kleinen Spike bis 15.550 sollte man sich aber dort überlassen, ne? Dass er da einfach kurz nach unten sticht und dann eben hochzuckt. So, okay, das soweit die Perspektive. Den ersten Fall hier haben wir aber schon abgearbeitet. Ich würde den zweiten stehen lassen. Ich würde sagen, sollte der DAX sich jetzt hier zum mit
über die 15.900 schieben, dann hat er durchaus das Zeug, auch diesen zweiten Fall, den wir hier drin hatten, noch aufzugreifen, der hier auf die 16.60 und 16.120 zielt. Das heißt, wenn unser DAX anfängt zum Mittwoch hier ein auf, ich konnte den Quatsch vom Dienstag auszuspielen, ja, wenn er da einfach ansetzt und so tut, wie als, ich glaube, der macht das auch. Ja, also dann wäre das ja einfach wieder bloß eine Bereinigung gewesen, um neuen Allzeithochs einfacher wegzudrücken. Und wenn irgendwas lag ihm hier quer im Magen, weiß nicht, ob ihm zu viele da schon long drin waren, so gefühlt kann ich das eigentlich nicht widerspiegeln. Da haben eigentlich schon wirklich, also genauso wie man das gestern beschrieben hat, ne, das stand Punkt 8:30 standen alle Short drin. Da haben halt nur Short gegengehauen und ja, und das ist trotzdem, hat trotzdem bedient halt, ne? Also da war eben irgendwas quer im Magen und sollte das sich bereinigen, sollte der hier über der 15.900 jetzt raussteigen, ich würde es ein bisschen, ja, so ein bisschen, ich will halt auch, dass er dann über den Kerzen vom, was ist das, Freitag gewesen, ne, dass er über den Kerzen vom Freitag dann auch raussticht. Und ich würde ihm das zutrauen. Ich würde ihm das zutrauen, dass er dann nochmal hochrennt, ran an die 15,69 und dann durch die 16,20 durch. Rein in die 16,65. Ja, soll ich das Video nochmal einsprechen? Es also, ist ja heute richtig der Wurm drin. Warum auch immer. Ja, also Entschuldigung dafür, dass es hier so holpert, aber jetzt haben wir es, denke ich, vom Bild her so. Jetzt hat der Computer das auch hingekriegt. Ich hoffe, dass die Aufzeichnung klappt. Marken, ich wiederhole es einfach nochmal. Wir haben einen Bereich um 15.900. Sollte der nach oben triggern, bietet der Markt eine unheimlich gute Konterchance. Ja? Das heißt, er könnte sich versuchen auszukontern. Dann würde er die 15.960 erreichen, darüber 16.020 überwinden können. Rein in die 16.060 ist nicht abwegig. Es ist Monatsauftakt. Kommt häufig Geld in den Markt. Ja, es gibt auch Leute, so komisch das klingt, die glauben, wenn jetzt der DAX auf 40 Werte aufgestockt wird, dass er dann steigt. Es gibt ganz viele, die das glauben, dass das einen direkten Einfluss auf den Kurs nimmt und sie deswegen auch Positionen aufbauen. Ne? Das ist ein bisschen, also für die, die sich intensiver mit der Materie auskennen, die wissen, dass der DAX auf die Marktkapitalisierung der Einzelwerte ausgelegt ist und aus der Gewichtung unter denen die Veränderung ermittelt. Ne? Das heißt, jede Aktie, die im DAX liegt, die hat einen prozentualen Gewichtungsanteil, wie sie den DAX bewegt. Kommen jetzt mehr Aktien rein, verändert sich nur der Anteil der einzelnen Aktien im DAX, der verändert sich. Ja, nicht aber der, also das heißt, an dem Tag, wo der DAX jetzt um 10 Tage erweitert wird, bleibt der Kurs gleich. Ja, das verstehen aber auch ganz, also ganz viele im privaten Bereich, die scheinen das nicht so greifen zu können. Die sind fest zur Überzeugung, wenn da jetzt 10 weitere Werte reinkommen, dass der DAX dann halt auf, keine Ahnung, 17.000, 18.000 einfach springt, weil ja mehr Werte dann drin sind. Das ist aber so nicht. Aber demzufolge kann es durchaus sein, dass hier halt auch jetzt Leute nochmal, also ich würde im September auf keinen Fall irgendwie ETFs oder irgendwas ausbauen, aber ich könnte mir vorstellen, dass im privaten Bereich da viele vielleicht sowas machen und sowas treibt natürlich auch den Markt nochmal an. Ja, ansonsten, wir haben da noch nicht drüber gesprochen, ne? Diese DAX 40 Erweiterung, die dann zum Verfall auch mit eintritt. Meine Erwartungshaltung ist eigentlich, dass sich nicht viel verändert. Ich glaube, der DAX wird eher anfälliger. Man hat das getan, damit man solche Werte wie Wirecard ein bisschen abgefedert bekommt, aber ich weiß nicht, ob man sich jetzt den Gefallen damit tut und 10 weitere Werte da reinholt, die eben aus dem unteren Segment kommen und genau für sowas dann eben noch angreifbarer sind als jetzt schon. Also ich meine, dann noch eine HelloFresh und was nicht alles Zalando mit reinholen zu können. Also meine persönliche Meinung ist, dass ich nicht glaube, dass das Kernproblem heilt, was man versucht zu lösen. Na, also auf jeden Fall kriegt man die Wirkung auf den DAX vielleicht durch die Gewichtung etwas geglättet, ne, dass es nicht mehr so viel auswirkt. Aber eine Wirecard ist ja vorher auch heiß gelaufen. Und auch wenn ein neuer Wert im DAX heiß läuft, der erarbeitet sich mehr Gewichtung. Das ist ganz so funktioniert ein Index einfach. Ne, wenn jetzt eine Zalando meinetwegen sich verfünffacht, dann hat die plötzlich im DAX halt auch was zu sagen, dann später mal. Ne? Also ich gehe davon aus, dass Zalando mit reinkommt. Ne? Also auch HelloFresh, Siemens Healthineers. Also da gibt es einige Werte, wo das, also auch eine Airbus zum Beispiel, die wird relativ garantiert damit reinkommen in den DAX, ne? Aber weiß jetzt nicht, ob ich das gut finde. Also ehrlich gesagt,
sehe ich eher ein erhöhteres Risiko, weil man ja schwächere Werte von unten nachzieht. Na, also man holt nicht stärkere Werte von oben mit rein, sondern schwächere von unten nach. Mit dem Ziel, dass uns unten die kleinen Werte nicht immer so wegklappen. Also, boah, ich weiß es nicht. Klar, es kommen ein paar modernere Firmen mit rein, aber ja, ich sehe eher Risiken drin, die dann Unruhe in den DAX reinbringen können. Was das natürlich bewirkt, ne, also jemand, der zum Beispiel einen Indexfonds hat, der muss ja seine Anteile auch vermessen, der baut natürlich jetzt langsam die Position im DAX halt auch ab auf den Werten, weil er die ja in den anderen Werten aufbauen muss, die dann mit im DAX drin sind halt. Ne? Deswegen ist zum Beispiel ein MDAX durchaus, es kann ein Argument sein dafür, dass der MDAX aktuell auf Allzeithoch notiert und der DAX halt hier echt Probleme hat. Oder ich sag mal notierte, ne? Das kann durchaus sein, dass da schon die ersten Gewichtungen sind. Es ist noch ein bisschen früh, in der Regel ist sowas so ein Zeitfenster von 10, 14 Tagen vorher, aber das kann durchaus sein, dass es da schon Produkte gibt, die da jetzt schon Anpassungen fahren und ausgleichen einfach halt, ne? Die einfach schon mal vorsorglich das Zeugs kaufen, das gerade das Kleine, die kleinen Werte, die ja auch ein bisschen anfälliger sind für neu kommendes Volumen. Und vielleicht auch mal eine VW, eine SAP einfach schon ein bisschen ausdünnen, weil sie wissen, dass sie später nicht mehr ganz so viel Gewicht hat. Aber trotzdem, diese 10 Werte von der Marktkapitalisierung, die reinkommt in den DAX, ist es jetzt nicht so, dass, ich sag mal, eine SAP oder eine Siemens plötzlich nichts mehr im DAX zu sagen hat. Also die Anteile sind trotzdem noch ziemlich groß, ne, sodass der Einfluss von den größeren Einzelwerten gleich bleibt, aber die kleineren werden sich dann einfach verteilen. Ja. So, also da vielleicht nochmal so als kleinen Schlenker, weil wir haben, glaube ich, noch nie drüber gesprochen, wie da meine Meinung zu ist. Und zum DAX lassen wir es dabei. Drückt der unter 8,50 runter, hatte von mir Platz bis 600. Da muss ich nicht lange drum rum überlegen. Das ist halt so. Wenn er hier die Trendlinie noch kaputt kriegt, da müsste sich drauf gestanden bekommen haben. Ey, das ist so furchtbar langsam heute, der Computer hier. Ich weiß nicht, was er für ein Problem hat. Das wird das Video dann ewig rechnen wieder wahrscheinlich. Na, mal gucken mal. So, ich hoffe, ich bin dran. Das dauert. Ich klicke jetzt einfach mal. Ja, der hat jetzt hier genau aufgesetzt. Also sollte dieser Trend jetzt brechen. Meine Güte. Sollte der Trend jetzt brechen, ja, dann gibt er nach unten halt Freiraum. Ne? Also dann wäre das auch eine kleine ABC plus gewesen hier. Und dann wäre das vielleicht eine A gewesen, das eine B, jetzt, wie wir es auch gemalt haben. Und von daher bleibt das akut, also das bleibt gültig. Zwischen 850 und 900 gebe ich ihm so ein bisschen Pufferzone und alles, was dann über 900 geht, das ist für mich schon wieder positiv. Long aufbauen, aber natürlich trotzdem gucken, wenn wieder markante rote Kerzen kommen, wenn Short-Signale kommen, dann darf man die auch nutzen. Aber ich würde nicht Short schon aufbauen, wenn die Signale noch nicht da sind. Denn so viel Glück, wie da jetzt viele gehabt haben am Montag, das werden sie nicht oft haben. Das ist einfach so. Ne? Also da dagegen zu hauen in einen Ausbruch, das ist schon heiß. Also auch hier unten, ne? Da long dagegen zu hauen, das ist heiß in so einem Ausbruch. Klar, es kann viele Ausbrüche geben, haben wir gestern schon drüber gesprochen, ne? Aber dann lieber auch warten, bis halt wirklich so ein Signal dann kommt, halt bis auch wirklich ein Verkaufssignal irgendwo entsteht. Und ich meine hier, das ist ziemlich hoch entstanden halt, ne? Das war, hier ist das Verkaufssignal bei 15,965 rum entstanden. Das sind dann knapp 35 Punkte vom Hoch, dann hat man sich trotzdem 100 Punkte hoch zu erspart. Und dann kann man hier auch wieder zugehen. Ich find's so einfacher zu handeln. Aber das muss jeder für sich selber wissen, wie er da zurechtkommt. Dieses auf Glück spielen, das hat mir persönlich früher immer nie geholfen. Da habe ich mir immer nur auf die Fresse gehauen. Immer wieder sind die kleiner und kleiner und kleiner geworden. Bin immer wieder weiter von dem Ziel weggekommen, die Verluste, die ich vorher hatte, auszugleichen. Das hat mir nicht geholfen. Aber da mitzuhandeln und mitzugehen, das tradet sich einfacher, es tradet sich angenehmer, das entspannt da einfach, das bringt mehr Ruhe rein halt, ne? Ist man nicht so gestresst und so, weiß nicht, man ist nicht mehr so, wie soll ich sagen, so, ich will nicht sagen emotional getrieben, das trifft es nicht, aber wie sagt man denn dazu, wenn man immer die Stimmung schwankt, launig, ne? Man ist nicht mehr so launig, ja? Wenn der DAX in die richtige Richtung geht, dann ist man gut drauf, geht in die falsche, ist man wieder schlecht drauf und das merkt man immer wieder, das haben wir auch immer mal wieder Leute im Chat, wo du das genau siehst, dass die gerade richtig, auch richtig gelitten haben, weil in dem Moment, wo sie dann wieder in den Gewinn reinkommen, plötzlich anfangen dann irgendwie, man merkt es einfach halt, ne? Dass genau bei denen dieses Kippen da ist von schlechter Laune rein in die gute Laune. Und das hat man nicht, wenn man einfach versucht, seine Signale sauber zu handeln und sich auf 2, 3, 4 Trades am Tag konzentriert.
Das macht es einfach angenehmer. Und deswegen würde ich hier auch sagen, also unterhalb, wenn der hier durchknackt, lass mal laufen halt. Das soll er bis hier unten in die Ecke rein. Das wäre erstmal das, was hier Thema ist und hier oben das. Punkt. So, im Tagesschart können wir noch ganz kurz drauf gucken, wenn der sich hier noch in vertretbarem Zeithorizont aufbauen sollte. Im Tagesschart müssten wir jetzt vom oberen Bollinger Band eine rote Tageskerze wegbekommen und das ist auch genauso wie jetzt vermutet. Sieht natürlich nicht schön aus, könnte auch auf eine Doppeltopbildung hindeuten, auch wenn es dafür nicht gibt, aber auch muss man so sagen, das gibt jetzt auch nach unten noch nicht so den Schuss frei. Also da bleibt es weiter dabei, da brauche ich einen unter 15.600 per Tagesschluss und dann können wir hier anfangen, große Ziele auszupacken halt, ne? Auch so 200-Tage-Linien in den Mund zu nehmen, aber da muss er halt auch erst bitte per Tagesschluss unter die 15.600 runter. So ist er halt auch noch relativ, also der kann halt auch super leicht wieder umgedreht werden. Wenn der jetzt zum Mittwoch, zum Monatsauftakt, eine ganz humane Bewegung, ganz langweiligen Tag macht, von 8,20 hoch bis, sagen wir mal, 900, und er macht einen Tagesschluss an die 900, ohne unseren Trigger anzufassen oben und ohne den Trigger unten weiterzuspielen, ohne ein neues Tief reinzudrücken, einfach so ein ganz stinknormales, dann hat er hier sich wieder ausgekontert und dann kannst du davon ausgehen, dass der am Donnerstag sich lang streckt oben. Ja, also wenn der das jetzt hier so zurücklegt. Also von daher, diese Tageskasse ist noch nicht jetzt hier, bringt uns noch nicht in Bredouille, ne, kippt den Markt noch nicht um. Es ist erstmal ein Warnsignal, ne, hat hier oben schön verweigert, kann man sagen, ne, was ein Fehlausbruch, aber war dann, ja doch, es ist schon ein Fehlausbruch. Wenn man das als Flagge sieht, dann ist es ein Fehlausbruch, ein Fehlausbruch über Allzeit hoch war es ja nicht, wir waren nicht drüber. Aber es ist trotzdem jetzt noch nicht akute Not hier, dass man sagen muss, okay, jetzt kippt der ganze Chart, jetzt kippt die ganze Marktlage, das wird erst unter 15.600 per Tagesschluss einsetzen. Und das haben wir noch nicht. Ne? Also von daher, Tageschart lässt auch nach oben noch. Und deswegen gehen wir wieder zurück auf die 2 Stunden, betrachten das von hier. Und ich denke, damit ist man auch ganz gut gesteckt, kann das ganz gut abfangen hier und sich einfach an den beiden Bereichen orientieren. Ne? Kriegen wir hier weitere Tiefs unterhalb des. Jetzt muss ich mit den Tagen aufpassen. Dienstag war jetzt. Das heißt, kriegen wir unter dem Dienstagstief noch weitere Tiefs rein. Hatte Platz bis zu 600, geht über die 500, über den 900 zurück. Dann darf er auch neue Allzeithochs schon am Mittwoch erreichen. Ja, und ich glaube, damit fahren wir ganz gut und konzentrieren uns einfach dann auf die beiden Sachen. Gut, okay, dann drücke ich mal die Daumen, dass die Aufzeichnung hier nicht so lange dauert. Weiß ich ja nicht, was er heute für Problemchen hat. Und dass wir das hier dann auch zeitig hochkriegen, das Video. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.